So, wir kommen zum nächsten Part und machen direkt weiter. Bloß kann nicht so viel Zeit verlieren. Im letzten Part haben wir Otaparia eingenommen. Ich sag's alle einfach für Leute, die den letzten Part nicht geguckt haben. Und ja, ich hoffe mal, Elder Secure kommt mal langsam wieder. Hier haben wir Procoon, Captain Rex. Ich guck mal gerade, wo die sitzen könnte. Die ist selber noch nicht da. Ich hoffe, die ist jetzt nicht komplett weg für immer. Geschwader hier. Hoffe ich mal nicht. Bei Obi-Wan zum Beispiel ist nachgespawnt. Oder ist die hier oben irgendwo gespawnt? Muss ich mal schauen. So, jetzt will ich gleich erstmal gucken, ob ich hier schwere Schlachtschiffe produzieren kann. Das wäre nämlich ziemlich gut. Ist noch bald voll mit unserer Einheitenkapazität. So, wenn jetzt mal die 500 erste. Ich würde mal sagen, kann darf wieder Plo Koon ran. Erwarte Ihre Anweisung. Wir setzen mal kurz die Verluste. Isn't Liberty worth fighting for? Ah, da ist Elia Secure. Wo ist sie denn gespawnt? Ach, auf Mustafa, alles klar. Gut, dann kann Elia Secure wieder zu ihrer Einheit. Da. Gut. So, dann würde ich mal sagen, können wir jetzt die Separatisten-Sorte da angreifen. Konstruktion abgeschlossen. Ich verstehe nicht, warum ich hier, ich weiß nicht, ja gut, Mustafa ist wahrscheinlich nur für die Separatisten, aber eigentlich wäre es, was in den alten Spielen, also egal welcher Planet, ob du jetzt Quad mit den Rebellen eingenommen hast oder als Imperium, man kann mal, konnte trotzdem schwere Schlachtschiffe herstellen, auf dem Pori konnte man auch eigentlich schwere Schlachtschiffe herstellen, zählt aber auch wieder nicht. Gut, wir haben 6 Bankenclan-Schiffe da drüben. Das sollte keine Krisenherausforderung werden. Ich ziehe die mal wieder eins und lass die mal wieder so. Damit die Helden alle schon spawnen. So, Bestfan. 6 Stück. 8 Patriot-Kreuzer. Patriot-Schiffs meine ich. Und Paurax 38. Jede Menge Druiden auf dem Boden, sehe ich auch gerade. Infanterie Damage Bonus, das ist ja auch richtig geil. Das können wir gut für die ganzen Klontruppen gebrauchen. Enemies moving in. Ja, das ist natürlich jetzt echt super, dass das so weit vorne spawnt. Yes, sir. Verstanden. Habe verstanden. Ja. Deshalb ziehe ich die lieber eigentlich einzeln raus. Aber naja, das kann ich ja nicht ändern. Scheiße, der hat schon keine Schilde mehr. Unterwegs zu den Koordinaten. Melde mich wie befohlen. Ich kann keinen Sturm oder sowas einsetzen. Hallo, du sollst dich zurückziehen. Hast du meine Befehle wieder ignoriert? Alle hier unten. Warum werden die dann angewählt, wenn ich die ganzen Jäger möchte? Die Schilde sind ausgefallen. Nothing but crap. Light 'em up. Yes, sir. General. Yes, sir. Richtig. Waiting a target. Unser Hauptantrieb ist ausgefallen. Sergeant on deck. Waiting a target, sir. It takes the one to be prepared. I feel it is a risk worth taking. So, hauen wir den hier weg. Ja gut, den werde ich wahrscheinlich verlieren. Aber deshalb ziehe ich die lieber einzeln raus. Und ich weiß jetzt nicht, was diese Helden hier für Schiffe haben. Ich glaube, die haben gar keine Schiffe. Um den Bonus halt zu bekommen, muss ich die halt so rausziehen lassen. Das ist doch ziemlich arschig, ey. Na egal. Vielleicht kann ich den noch retten, glaube ich jetzt noch nicht. Wir können mal kurz die Delta 7 hier beantworten, dass die mal die ganzen Jäger hier abfangen. So, ansonsten, wie sehen denn die ganzen anderen Kreuzer aus? Das sieht noch alles in Ordnung aus. Das ist ja nur so wenig Kreuze hier gerade. 4 Stück, alles klar. Haben wir weniger vor. Na gut, den einen werden wir jetzt verlieren. Naja, wenn die alle auf einen schießen. In Bereitschaft. Sternenkreuzer hier. Wo sind die ganzen Bahnen? Achso, die sind hier in der Mitte. Okay, die sind alle schon ziemlich beschädigt. Das ist gut.
Ja, was soll ich machen? Ihr müsst halt durch den Nebel, um zu kämpfen. Was erwartest du? Schieß mal den kaputt. So. Verzögere Feuer für maximale Wirkung. Da bringt nichts mehr. Take it fire. Naja. Na gut, die Raumstation bekommt schon ordentlich Damage, das ist gut. So, ich zieh mal ein paar Schiffe hier unten hin. Was macht eigentlich... Ich hasse dieses Flaggschiff langsam, das macht so ultra Umwege und ignoriert die meisten meine Befehle. Okay, Luminara bekommt ein bisschen auf die Schnauze. Kann man ein bisschen sich zurückziehen. Manchmal dauert es echt 50 Klicks, dass die mal auf meine Befehle hören. Yes, sir. Angreifen, nicht drauf rumfliegen. I'd hate to feel that. Yes, sir. Kannst du mal jetzt mal bitte hierher kommen? Ich habe befohlen, dich hierher zu bewegen. Melde mich wie befohlen. Sicher, Commander. Komm, was macht der jetzt? Jetzt dreht er nach links. Du sollst hier hinkommen. Wir empfangen nur Störungen durch den Nebel. Ja, egal, zieh dich zurück. Verstanden. Waffen schussbereit. Unser Hauptantrieb wurde ausgeschaltet. Achso, das ist ein Lunara, alles klar. Wir empfangen nur Störungen durch den Nebel. Sie schießen da so extrem drauf. Das war ein kleines Schiff hier hinten, ne? Schaltet ihren Antrieb aus. Ja, es ist die Frage, soll ich den Augenblick da lassen, weil die gerade ihren Sturm hat? Ne, kommt sie nicht zurück. Und du schießt da drauf. Gut, hier unten haben wir jetzt natürlich Bankenkleidschiffe ausgeschaltet. Hier oben sieht es ein bisschen schlechter aus. Kannst du jetzt mal bitte dich hierher bewegen? Das wäre sehr freundlich. Mann. Ich kann gar nicht genau erkennen, was wir noch hier haben. Wir haben noch ein paar, okay, die Bankenkleinschiffe sind schon alle ziemlich beschädigt. Yes, sir. Wenigstens ist das Schiff jetzt auch mal da und kann endlich mal feuern. Hier. Da drauf schießen. Ich habe keine Lust noch gegen die Nara zu verlieren. Fighter. Hier, ganzen Jäger abschießen. Wo sind nicht die Delta 7 alle? Da. Hin da. V-Wings auch. Alle hier hin. So, dann könnt ihr alle hier hinkommen. Die Bomber sind jetzt natürlich nicht so gut gegen Jäger, aber die sollen die ein bisschen abhalten, dass sie hier nicht meinen anderen... Ich habe keine Lust noch ein Venator-Kreuz halt zu verlieren. Hier, den abschießen. Okay, das Bankenplanschiff ist auch weg, ist gut. Das ist natürlich der Vorteil. Ich weiß jetzt nicht, ob die Separatisten noch einen Planet haben, wo sie schwere Schlachtschiffe erstellen. Sonst können wir jetzt eigentlich keine schweren Kriegsschiffe mehr erstellen. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Ah, hier fangt den ab, wenn er gerade eh in den Hyperraum springt. Fangen wir noch diese ganzen kleinen Dinger hier ab. Okay. Eines hinkommen. Schau mal kurz, wie es bei Endor aussieht. Ist da gar nichts oder sehe ich nichts? Weil Endor hat einen Schutz für den Boden, das weiß ich.
Für den Raum aber eigentlich nicht. Geschwader hier. Konstruktion. Da hätte er doch eine Flotte. Oh, eine kleine. Okay, alles klar. Dann darf jetzt Plo Koon hier rankommen. Da. Das Bespin noch, das alte Bespin? Alles klar, wunderbar. Okay, er hat hier haufenweise Druiden. Aber keine Turbolaser-Türme. Gut, dann können wir gleich Endor und dann Rattack einnehmen. Dann haben wir hier oben diesen, das ist schon mal gesichert, dann kommt das dran. Hier weiter fleißig einkaufen. Wir sind zwei Stück. Ich kann mal den Verlust ausgleichen von unserer Angriffsflotte. Den anderen ziehe ich mal hier unten zur Grenze von Geonosis. Ich denke zwar jetzt nicht, dass er nicht unbedingt da ausbrechen wird. Aber man weiß nie. Man geht lieber auf Nummer sicher, weil Jim Griffiths ist ja auch da. Und er hat auch kein wirklich schlechtes Schiff. Das muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Gut. Es scheint im Moment eigentlich ziemlich sicher zu sein, dann kann ich den Sicherheitssafe da immer überspeichern. Dann gucke ich mal kurz, wie es bei der Militärstrategie, Militäreffizienz, also mit Band, bei der Militärstärke, was die KOS da so treibt. Okay, wir haben fast die Konföderation überholt, sind fast auf gleicher Stärke wie die Konföderation. Quests haben sie natürlich deutlich mehr. Planeten sind wir jetzt im Vorteil. Das ist gut. So, dann werden wir jetzt hier angreifen. Wir haben jede Menge super Kampfdrüden und normale Battle-Droids. Aber der Planet ist nicht so groß. Ich glaube, jetzt hatte... Scheiße, Plo Koon hatte keine Artillerie dabei, ne? Scheiße! Das hätten... Ach, Mist! Weil auf dieser Anfangsposition ist das ziemlich gut, wenn man da Artillerie hat. Die kann nämlich um sich herum schießen. Scheiße. Egal. Aber wir bekommen ja unseren... Infanterie-Schadensbonus hier durch. Was haben wir eigentlich für Bonus hier? Wir haben hier das, achso, gegen Wetterverhältnisse. Ja, gut, mehr Jedi-Power. Schnelleres, Aussteigen. Guck mal, wir haben sogar noch die verbesserte Panzerung für die ATTEs und trotzdem halten die kaum was aus. Ach, die Gesundheit wieder, ne? Ja, gut. Wir brauchen halt eine neue Landezone. Gut, dann muss Plo Koon erstmal warten. Ob wir nehmen die AT und guck mal gerade, was hier noch so abgeht. Schild des gegnerischen Stützpunktes oben. Ja gut, der Schild in der Mitte nutzt eigentlich überhaupt nichts. Weil da sind keine Gebäude. Die Gebäude sind alle da. Ich weiß noch, diese eine Folge meiner ersten Staffel, oder was in der zweiten? Ein Gebäude in ein Gebäude hieß das, glaube ich. Der Part, da waren ja, wie nennt man das? Da waren ja zwei Gebäude in einem Gebäude drin. Das war ziemlich lustig. Gut, wir gucken erstmal, was hier unten ist. Vielleicht haben wir Glück und hier schon direkt die Fabrik. Ne, hier ist leer, alles klar. Dann ab nochmal hier rein. Ihr bewegt euch mal Richtung der Landezone hier. Abfang. Yes, sir. Understood, sir. We'll take out the target one shot. Na gut, hier sind jetzt nur Battle Droids drin, ne? Das ist nicht so toll. Anders, diese alte RTs sind manchmal echt scheiße, ja, zieht euch mal zurück. Aber ab hier, ne. Hier schießen wir noch zurück. Na gut. Artillerie hat jetzt eh nichts gebracht. Scheiße. Nee, lasst schön meine AT in Ruhe. Okay, da kommen mehr Battle Droids. So, jetzt hier schnell in die Landezone reingehen.
müssen unbedingt. Ich brauche unbedingt Landezonen, weil Bespin ist echt scheiße teilweise. Denn Landezonen. Es ist zwar nicht so extrem wie auf Camino, aber es ist schon ziemlich nervig. Schieß mal zurück. Hier sichern wir mal die Landezone. Here we come. Mit jedem Battle Droid hat er weniger Battle Droids. So komisch das auch klingt. Aber er hatte ja nur eine gewisse Anzahl hier drauf. Ich glaube, der hat auch gar keinen. Doch, er hatte eine Fabrik. Das leckt jetzt ein bisschen bei mir. Wir haben eine Landezone gesichert. Leider, Mann. Am Hals. Keine Verstärkung mehr. Verstärkung unterwegs. Hä? Achso, ich konnte die Wolf-Verstand aufgehen. Ich kann auch mal versuchen, obwohl du kannst dich mal zu deinen Kollegen sammeln. Und wir gucken mal gerade, wo hier die Gebäude sitzen. Also noch mehr Battle Droids. Wird mir nichts egal, opfer ich die AT-ATs. Den kann ich hier reinsetzen, fällt mir gerade auf. Wir können uns den Hintern verdecken. Es leckt ein bisschen, ne? Gut, die Singer sind das natürlich keine gute Wahl, aber die machen wirklich Flächenschaden. Und die sind gegen Superkampfrühen wenigstens ein bisschen besser. Ich kann mal hier, komm her, ich schau mal hier die Y-Wings rüber. Weil da gerade so viele Kampfrühen, zumindest da kamen einige, hab ich gerade gesehen. Ich weiß jetzt nicht, warum das so Lex hat. Wir haben sie gesichert, dein Batsch. Ich weiß es echt nicht. Ich bin nix am... Was auch immer das war. Scheiß drauf. Na gut, Plo Koon kann erstmal nochmal wegbleiben. Okay, dann hätte ich lieber eine andere. Schützturm bauen sollen. Ja toll. Hat er es jetzt eingesetzt oder nicht? Ja doch. Wir können jetzt hier mal die anderen, die ich hier weggezogen habe, hier in den Bunker rein. Geht hier echt schleppend voran auf Bespin. Obwohl die eigentlich nur Battle Droids sind. Es waren relativ viele, das ist das Problem, die Masse macht. Understood, sir. Der hat hier die Erde Zuckungen. Sag mal kurz in Deckung gehen. Mal gut, mit jedem Battle Droids werden es weniger, aber es ist schon sonst. Mann! Das ist trotzdem relativ viel und es dauert halt seine Zeit. Was? Das ist aber frech von dir. Aber so verdammt wieder. Na gut,
gut, wir müssen jetzt, ich muss irgendwie versuchen, hier den Bunker zu knacken. Ich muss hier rein, da geht nichts von weg. Ja, hier kümmert man euch nicht aus. Bei den Zaufenweisen natürlich Infanterie. Los rein jetzt hier. Und schießen. Die brauchen halt Jahre, um durch diesen scheiß Schild zu gehen. Allein die normale Infanterie. Weltorbit Verstärkung. Maximale Einheitenkapazität erreicht. Jetzt geht's wahrscheinlich vielleicht mit den Atiyachis ein bisschen besser, weil die haben ja die sind ja viel besser gegen Infanterie. Okay, da kommt wieder eine Masse an. Das müsste aber auch irgendwann genug sein, also ich weiß jetzt nicht, wie viel, also ich meine jetzt, so viel Infanterie hatte sie jetzt auch nicht. Here we come. Take him out! So yes, sir! Light him up. We'll take out the target in one shot. You heard the man. Was soll ich mal von der anderen Seite? Ich kann halt nicht so gut in den Schild rein, das ist das Problem. Ich werde es nochmal versuchen, aber davor save ich erstmal. Schon 22 Minuten. Ich werde jetzt aber nicht mal cutten im Gefecht, weil das ist scheiße. Nee, weißt du, bei Jodenmod oder so, zack, 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 fertig und hier 10 Jahre. So, jetzt rein da. Oh, ist noch einer. So, der Bunker muss weg. So, rein hier mit euch. Infanterie in Deckung gehen. Was schießt hier die Raketen der hier hinten, glaube ich, ne? So, bloß weg mit dem Bunker jetzt hier. So, hier alle auf dem Bunker. So, und jetzt könnt ihr eure Ziele selber ausrichten. Alles muss hier weg. Ja, das bringt mir jetzt nichts, dass die Kreuzer bereit sind. So, sauber. Da kommt ein bisschen was an, die noch gerade abkommen. Und dann hier hoch den Schildgenerator. Das Teil kann durch die Wand schießen, oder? Das macht natürlich krassen Flächenschaden. Naja. Egal. Wir hätten gut die 500 Erste nehmen können, weil dann hätte ich die ganze Infanterie, die hier tot wäre, nutzen können und dann die neue kaufen können. Gleich, wenn hier irgendwo ein Bauplatz ist, haue ich einen Bagdad-Tank raus, weil die Infanterie echt schon, naja, nicht so gut aussieht. Ja, auch hier. Das ist natürlich auch ziemlich arschig, dass der Energiegenerator direkt neben dem Schildgenerator ist. So, weg damit. Dem auch noch. Schießt natürlich alle in den Boden rein. Das ist echt super. Scheiße, heute kommen sie auch noch welche.
Jetzt schießt sie doch mal tot. Und jetzt macht sie den Schallschildgenerator weg. We'll take out the target in one shot. So, weg damit. So, das war noch hier weg, den Energiegenerator dazu. Jetzt haben wir natürlich den Höhenvorteil. Das bringt nicht viel. Da vorne ist noch ein besetzter Bunker, ne? Mann! Immer alle so dumm wie Brot sind und in den Boden schießen. So, die Mitte ist sauber. Jetzt müsste ich eigentlich, dass ihr euch hier unten sammelt. So, hol ich noch ein paar IFTX runter. Mann, ey. So, dass man so einen Krampf hier hat, hätte ich nicht gedacht. So. Ja, verpisst euch. Ja, klar. So, jetzt einmal hier ein Bagdad-Tank. So, hier kann man hier kurz noch den Turm da abfangen. Ja, was macht ihr denn hinter? So, der Rest hier in Deckung und Stellung ein. Ihr bekommt gleich Bagdad. Bagdad Gesundheit. So, IFTX runter hier und mit Raketenbeschatten. Die sind nämlich wahrscheinlich. Ich glaube, die sind besser, weil in wie ist es in Star Wars, in normalen Star Wars sind die ja die Panzer jetzt zum Beispiel von wie ist denn der nochmal, T4B mit den Raketen ziemlich gut gegen Infanterie gewesen. So, tschüss. Na gut, egal. Gucken wir mal, ob hier irgendwo, hier muss irgendwo die Fabrik sein. Weil die zeigt natürlich andauernd neue Druiden. Da ist sie weg damit. Weil wenn die weg ist, kann ja jetzt keine neuen Einheiten bekommen. Wie sieht's mit euch aus? Wir müssen noch ein bisschen hier reinkommen. Kriegt ihr keine Gesundheit. So, ich weiß nicht, was er noch hatte. Autonomie, der hatte nur eine Mine und Schildgenerator und diese Fabrik. Ich guck trotzdem mal hier oben noch. Boah, hier sind noch überall Gebäude. Hier ist auch weg. Hier oben haben wir, glaube ich, noch einen Bunker, ne? Genau, dann können wir mit den Y-Wings zerstören. Alter, was war das denn? Also sind Raketen wahrscheinlich drin, ne? Aber das Ding, das, keine Ahnung. Wir haben sie gesichtet. Ach, es lebt das natürlich noch. Leider mal. Was haben wir denn hier oben noch? Wir haben hier noch einen Abwehrturm. Da ist noch ein scheiß Abwehrturm. Hier haben wir noch einen einzelnen Druiden. Einmal den töten. So, und du darfst dich von Bunker von hier nähern. Damit dieser Turm links keinen Schaden macht. Da kommt auch noch ein Battle Droid dann. Tschüss. Alter, wie viel sind denn das? Alter, ich sehe mal, wie viel da drin waren. Da ist der mit den Raketen. Na gut, dann war das echt der mit den Raketen, der so einen fetten Schaden gemacht hat. Sir, our cruiser is in position to commence the orbital strike. Yes, sir. Der Gegner wurde besiegt. Oh, geschafft, ey, das war ja echt. Naja, schön war's nicht hier. Gebäude wird errichtet.
Aufbau hat begonnen. Aufbau hat begonnen. Gut, dann warten wir erstmal noch. Ich würde sagen, wir machen das dann im nächsten Mal. Ich guck mal noch, wie viel Speicherplatz ich habe und dann gucken wir uns dann mal im nächsten Mal nach. Ciao. Na gut, wer speichert, mal jetzt nicht aus. So, also ciao jetzt.